Spruch. Wenn mir etwas zustößt, suche diesen Mann auf. Er kann dir womöglich helfen. Sagten Sie Hexen, Professor? Der Kombinationsguru trifft auf den Rätselmeister, denn durch die Kooperation von Capcom und Level 5 ist es möglich, Professor Layton und Phoenix Wright in einem gemeinsamen Spiel zu erleben. Hexenprozesse? Im neuesten Abenteuer der beiden gehen sie auf unterschiedlichen Wegen ihren Spuren von Hexerei und Magie nach. Alles beginnt im Büro des Professors, als ein junges Mädchen vor ihm steht, sich als Sophie vorstellt und von der geheimnisvollen Stadt Labyrinthia erzählt. Kurz darauf wird sie entführt. Doch ganz Gentleman macht sich Layton auf die Suche nach ihr und landet schließlich selbst in der geheimnisvollen Stadt. Sind das etwa wir, Professor? Unmöglich. Auch Phoenix Wright findet sich im Verlauf seiner Ermittlungen in der mysteriösen Stadt wieder. Unglücklicherweise erinnert er sich aber nicht an seine juristischen Tätigkeiten, sondern arbeitet in der Backstube von Sophies Tante, als Bäcker. Layton und der Anwalt sind in dieser geheimnisvollen Stadt gefangen und ihr müsst ihnen helfen, hinter das Geheimnis von Labyrinthia zu kommen, um den Rückweg in die eigene hexenfreie Realität zu finden. Dabei teilt sich das Spiel in zwei unterschiedliche Parts. Denn während ihr mit Professor Layton und dessen Assistent Luke wie gewohnt Rätsel löst und die Stadt erkundet, verschlägt es euch mit Phoenix Wright samt Gehilfin Maya in den Gerichtssaal. Hier löst ihr die unterschiedlichsten Fälle und müsst regelmäßig das Gericht von der Unschuld der Angeklagten überzeugen. Dazu befragt ihr Zeugen, präsentiert Beweismittel oder versucht Widersprüche und Zeugenaussagen offenzulegen. Nur wenn ihr alle Rätsel löst und alle Verhandlungen meistert, könnt ihr den Weg zurückfinden. Solltet ihr allerdings einmal nicht weiterkommen, helfen euch die überall verstreuten Hinweismünzen weiter. Die Story wird durch aufwendige und synchronisierte Anime-Sequenzen vorangetrieben. Doch leider müsst ihr auch wieder sehr viel lesen. Naja, schließlich haben die Helden ja eine Menge zu erzählen. Nur leider wird jede der noch so unwichtigen Unterhaltung künstlich in die Länge gezogen. Da die Layton-Serie mit das Vermächtnis von Aslan ihr Ende fand und die letzten Phoenix Wright-Titel leider nicht wirklich würdevoll lokalisiert wurden, ist es umso schöner, beide Meister ihres Fachs trotz der leichten Schwächen in einem Spiel erleben zu dürfen. Die Aufgaben und die Rätsel sind knackig, aber nicht zu schwer. Doch die Story, die kommt nur langsam in Fahrt und wirkt ein wenig an den Haaren herbeigezogen. Da sich das Spiel auch in zwei grundsätzlich unterschiedliche Abschnitte teilt, funktioniert zudem das Zusammenspiel beider Serien nur bedingt. Aber trotzdem ist die Kooperation von Level 5 und Capcom durchaus abwechslungsreich und macht vor allem den Fans beider Serien Spaß. Wer also Fan der Layton oder Phoenix Wright Spiele ist, sollte auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Die Zeit ist jetzt reif, um den Fall endlich abzuschließen.